Zu einem Wohnhausbrand in Brigachtal-Klengen musste am Mittwoch, den 15. Mai, die Feuerwehr ausrücken. Ersten Informationen zufolge hatte ein Fernseher in einer Wohnung zu brennen begonnen. Blitzartig stand die Wohnung in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr Brigachtal versuchte sofort mit einem Löschangriff Schlimmeres zu verhindern. Die Wohnungsinhaberin wurde von einem Augenzeugen ins Freie gerettet. Der Wohnungsinhaber konnte sich jedoch nur noch auf dem Balkon retten und musste auf die Feuerwehr warten. Mit schweren Verbrennungen wurde er gerettet und vom Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Da sich die Flammen mittlerweile durch den gesamten Dachstuhl gefressen hatten, wurden weitere Kräfte der Feuerwehr aus Villingen alarmiert. Diese rückten dann ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen in Brigachtal an. Das Haus war aber nicht mehr zu retten. Die Flammen hatten einen großen Schaden angerichtet. Die Polizei beziffert ihn mit 250.000 Euro. Ein Brandsachverständiger der Polizei wird die Ermittlungen aufnehmen, um die genaue Brandursache festzustellen. Bis dahin geht man davon aus, dass ein Fernseher schuld an dem verheerenden Brand ist. Nach mehreren Stunden war der Brand unter Kontrolle und gelöscht.